Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde DC Universe Online. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal ein Spiel zeigen, was umsonst ist. Mein großer Triumph war zum Greifen nah. Die letzte Schlacht in meinem langen Krieg gegen Superman. Seine Kräfte waren von den ständigen Kämpfen stark geschwächt. Und er flog ins All, um sie von der gelben Sonne der Erde wieder aufladen zu lassen. In diesem Moment schlug ich zu, aber meine Besessenheit hatte mich blind für die wahre Gefahr gemacht. Für den wahren Feind der Erde. Gegen jemanden, der dir gewachsen ist! Cyborg, halte Luthor in Schach, während ich Verstärkung rufe. Deathstroke, wird Zeit, dass du mitmischst. Morde begehen sich nicht von allein! Suchst du was Bestimmtes? Sei gegrüßt, Schwester. Was soll das? Batman töte ich, sonst keiner! Ruft ihn! Bringt ihn zu mir! Du verdienst es nicht zu leben! Diana. Besiegt von einem Mann. Nein, du hast alles verloren. Nein, ich habe dich besiegt. Ich, Lex Luthor.
Brainiac ist wieder zurück. Jahrelang stahl er den Beschützern der Erde die Kräfte, doch wir waren zu sehr damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen. Ohne euch drei konnte sich Brainiac der restlichen Helden rasch entledigen. Wer Glück hatte, starb im Kampf. Am Ende überlebte nur ich, wie eine Kanalratte in seinem Imperium. Ich bin durch die Zeit gereist, um euch zu warnen. Dies ist meine Vergangenheit, aber eure Zukunft. Und mit ihr kommt das Ende der Menschheit. Wir müssen sie also gemeinsam ändern. Luthor, was hast du getan? Ich gebe euch eine Chance, euch zu beweisen. Er lügt. Das ist irgendeine Falle. Warum sollten wir dir vertrauen? Weil die Welt verdammt ist. Wenn ihr euch nicht darauf einlasst. Ich habe Brainiacs Exobytes gestohlen und sie in die Erdatmosphäre freigelassen. Sie enthalten die geraubten Kräfte der Helden und Schurken meiner Zeit und sie werden auf jeden übertragen, der mit ihnen in Kontakt kommt. Die Exobytes werden eine neue Rasse von Superwesen erschaffen, die Brainiacs Invasion abwehren kann. Bringt ihnen bei, ihre neuen Fähigkeiten zu nutzen, denn sie müssen in der kommenden Schlacht an vorderster Front kämpfen. Sonst wird meine düstere Zukunft auch eure werden. Ich kann nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. Denn ich werde nicht hier sein, um diese neue Zukunft zu erleben. Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss diese Erde dir überlassen. Hol dir die Exobytes. Und nimm das Schicksal in deine Hand. So, Ziele identifiziert. Wähle Geschlecht und Körperbau. Anscheinend kann ich mir jetzt hier einen Superhelden erstellen. Also, ich gehe mal auf männlich. Ich bin ja männlich, obwohl weiblich sieht immer schöner aus. Ich gehe auf männlich. So, mittelgroß. Was? Mittelgroßer Stürmer? Kleiner Stürmer? Großer Stürmer? Mittelgroßer Akrobat? Was? Akrobat? Ach, Akrobat. Ach, eben. Kann man hier noch dran drehen? Oh. Kleiner Akrobat, großer Akrobat, mittelgroßer, was? Mittelgroßer, Plutos, kleiner Plutos, großer Plutos, Stürmer, achso, das sind die Fähigkeiten wahrscheinlich. Wenn ich den nehme, bin ich bestimmt richtig schnell wie Flash. Akrobat ist wahrscheinlich einer, der immer rumtänzelt. Und Utos ist wahrscheinlich einer, der stark ist. Naja, der hat auch ziemlich viel Muskeln. Also ich bin kein, ich bin großer, also nicht ein großer. Mittelgroß. Klein. Groß. Ich glaube, ich nehme den großen Stürmer. Ja. Ich nehme den großen Stürmer. Sieht vielleicht scheiße aus, aber nehme ich trotzdem. Wähle einen Exobyte-Download-Typ. Erstelle eine benutzerdefinierte Konfiguration oder ein Modell mit Hilfe von Daten eines Erdhelden oder Schurken. Okay. Inspiriert von? Ah, da kann man sich die. Modell anhand von verfügbaren Daten existierender Helden und Schurken. Also da habe ich, sehe ich dann fast aus wie Batman, Superman, Catwoman, obwohl in dem Fall dann Catman, Lex Luthor, der Joker, Flash, das wäre auch cool. Wonder Woman, Wonder Woman, wer ist das denn? Deathstroke, habe ich schon mal irgendwo gehört. Bane, Zirkus,
Beast Boy. Wer ist Beast Boy? Und Mr. Freeze. Freeze war das, ja. Queen Aron, Steel, Martin Mann, Hunter, Martin Manhunter, Queen Lampton, oh, ist rot. Den muss man wahrscheinlich erst noch freispielen. Ach ne, das sind jetzt die Bösen. Das Queen Lampton wäre gut, aber keine Ahnung. Sinistor, Blacklight, Ding. So ähnlich wie Flash wahrscheinlich, Blacklight, Ding. Die Führer, was für Namen haben die? Die kenne ich gar nicht. Erde? Okay. Geo Force. Captain Anton. Captain Atom. Major Force. Ja, okay, und dann gibt es hier ein paar. Könnt ihr selber mal durchschauen. Gefiel mir gerade auch nicht, weil es ist fertig. Aber egal. Ich möchte aber selber was machen. Wähle entweder die Moralität eines Helden oder eines Schurken. Ich glaube, ich spiele die beiden Helden. Wähle eine Persönlichkeit, um das Sozialverhalten zu bestimmen. Wähle einen Mentor als Hilfe für die Datennutzung. Aus den verfügbaren Exobyte-Daten eine Kraftgruppe, um die Kampfrolle zu bestimmen. Bewegungsmodus. Gott, ich fliege lieber. Gimling. Das Gimling ist ja wie fliegen. Ist leichter. Wähle aus den verfügbaren Daten ein Waffenspezialgebiet.
Das ist doch vorne. Ja, was nehme ich denn jetzt hier? Ich bin so am Überlegen. Nehme ich lieber Kampfstab, weithändig. Waffen möchte ich nicht. Der Antlaster, einhändig. Kampfkunst, weithändig. Kampf und Kampfkunst. Schütze auch. Ich kann mich so schnell entscheiden. Der Blaster, Kampfkunst, Faustkampf oder Schild? Ach, ich nehme Schild. Ach, muss man kaufen. Deswegen war es wohl vorne auf dem Weg. Nein, nein. Dann nehmen wir Faustkampf. Nein, Faustkampf nicht. Nehmen wir Kampfkampf. Exobyte Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Kategorie nach Wunsch modifizieren. Download annehmen, wenn bereit. Ausrüstung Haupt. Wow, ich bin alt. Ziemlich heller Hautgut, deswegen probiere ich das ein bisschen helles mal, aber es sieht auch ein bisschen gelblich aus, ich weiß nicht. Egal, lassen wir es mal annehmen. Haut, die Haarfarbe, ich nehme rote Haare. Annehmen. Die Augen. Ich mache mal grüne Augen bei mir rein. So, die Augen. Ey, guck nicht weg, guck zu mir. Geht doch. Was ich trotzdem noch nicht, aber egal. Okay. Wir hatten immer die Farbe. Make-up. Was für Make-up? Gar keine Spur. Ach, die kann man sich wahrscheinlich auch aussuchen. Ja, ne? Ach, dann lassen wir alles so, das passt schon. Ist da noch schönes. Ein Helm? Braucht man einen Helm? Man kriegt man sowieso später eine bessere Ausrüstung. Gibt's auch nur Ausrüstung? Gesicht. Platz 1. Okay. Emblem. Ich habe kein Emblem. Hand, Rücken. Mama mia, was gibt's hier noch alles? Hände, Taille, Hose. Boah. Ich mach einfach weiter jetzt. Ich Download erfolgreich. Stefan Red Dog. Okay. Stefan Red Dog. Da war ich. So eingegeben. Jawohl. Fehler. Okay. Stell dich nicht so an. Dann heißt sie Stefan Red Dog so und
Die Erde. Das Zentrum des Multiversums. Alles wird Brainiac gehören. Ich plane keine Invasion, vielmehr eine Assimilierung. Ich habe wichtige Knotenpunkte im riesigen Nexus des Wissens der Erde identifiziert. Diese werde ich erfassen und digitalisieren. Natürlich können auch unwesentliche Informationen erfasst werden. Sie werden sortiert und bereinigt, nachdem die Digitalisierung abgeschlossen ist. Der Widerstand der Erde macht mir keine Sorgen. Dort gibt es keinen Intellekt, der stark genug, keine Macht, die groß genug wäre, mir zu widerstehen. Bald wird dieser Planet und alles, was sich darauf befindet, mir gehören. Faszinierend. In der Erdatmosphäre gibt es eine Anomalie. Beginne mit der Analyse. Diese Exobytes sind meine Technologie. Jedes mit unglaublich viel digitalisierter Energie aus der Zukunft der Erde. Meine Sammlerschiffe werden die Daten dieser Exobytes einfach regenerieren und das Schicksal der Erde besiegeln. Das ist ein neues Hindernis. Diese Menschen widersetzen sich meiner Assimilierung. Meine Konvertierungseinheiten können sie nicht halten. Die Menschen sollen ihre Kräfte einsetzen. Am Ende gehören auch sie. Brainiac. So, jetzt haben wir den Vorspann gesehen, dann haben wir Charakter erstellt, dann haben wir nochmal einen Vorspann gesehen. Ich denke mal, jetzt geht's los. Aber ich denke mal, ich mache jetzt den ersten Cut. Und wenn ich dann da stehe, mache ich einen Cut, so wie jetzt. Das Hack-Programm hat funktioniert. Du bist wach und frei. Puh. Okay. Ich bin Oracle und wir holen dich von diesem Schiff. Such mal nach einer Tür. So, jetzt ist die erste Quest. Mit dem bösen Deckschlag. Sie gehen im Wachkopf. Na gut. Okay. Also ich denke mal, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ich werde dann das andere Mal weiterspielen. Oder ich werde es gleich weiterspielen, aber erst morgen dann zeigen, wie es weitergeht. Weil ich denke mal, das Video ist jetzt schon lange genug. Ich hoffe, euch hat das Video bis dahin gefallen, obwohl ich nicht viel gemacht habe. Aber ihr habt gesehen, man kann vorgefertigte Charaktere nehmen und man kann selber seinen Superhelden erstellen, wie man möchte. Also selber einen erstellen finde ich, für mich, vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht hast du bei fertigen Superhelden mehrere Vorteile, ich weiß es nicht. Und das... ja... könnt ihr auch mal irgendwie mal einen Superhelden nehmen, der schon vorgefertigt ist, könnt ihr den auch mal spielen. Ich spiele jetzt erstmal mit dem, den ich jetzt hier habe. Mit meinem Stefan Redrock. Hier ein bisschen rumhampeln, weil ich habe ja lustig genommen oder hochig. Irgendwie so war das. Gut! Ich hoffe, euch hat die Folge bis hierhin gefallen. Und dann geht's morgen weiter mit dem Spiel. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.